Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Creativers. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir da das Bäumchen gebaut. Und das hier, ja, die Lampe. Und das gleiche wollte ich jetzt hier gerne nochmal tun. Ich habe den ja hier schon so im Petto. Der kommt denn hier quasi entgegengesetzt hin. Na, das ist natürlich doof. So hier. Da werde ich mir auch, glaube ich, einfach nur die Sachen bauen, das schnell hochzimmern, damit das hier mal soweit fertig ist. Dann sieht das hier schon mal ganz nett aus. Dann kommt hier noch eine Umrandung, irgendwie sowas in dem Stil hin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, wir machen direkt Intro und starten los. So, da haben wir auch schon hier die ersten Klötze wieder am Start. Geht ja relativ easy going. Hat er hier und auch viel Eis. Warum mache ich denn so viel Eis? Ach so, weil ich ja selber machen wollte. Dann haben wir hier so ein bisschen so zack, zack, zack. Erstmal die einen fertig machen, dann kommt der Rest so nach dem Motto wieder. Ja, der war doof. So, da wo geht halt, ne? Versuchen wir mal unser Glück. So, hoch und runter. Ja, aufpassen, wo wir hier landen. Zwischendurch. Und wo wir hier was hinsetzen, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Ja, das sieht soweit fertig aus. Hier die Beleuchtung natürlich noch hin. Krass, wie sich das direkt ins Lila verfärbt. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das habe ich letzte Folge, glaube ich, schon gesagt. Heftig. Hier auf jeden Fall noch ein paar davon. Wow. Okay. So, ich weiß nicht, welchen ich jetzt weggenommen habe. Einen wichtigen oder einen nicht so wichtigen? So, das steht, das steht, das steht. Da kommt nichts rein. Was kommt dahin? An der Lampe. Pff, haben wir sie alle? Können wir einfach mal gucken. Die haben wir, die haben wir. Jetzt kommen die Eisweins. Das haben wir. Die eine Lampe noch. Okay, das war's denn schon. Die eine Lampe war aber, glaube ich, oben. Sie auch immer, dass sie wirklich alle erwischt hat, ist gar nicht so einfach. Ne, nicht dahin. Wäre jetzt natürlich auch nicht so schlimm gewesen, aber die will ich haben. Sind sie ja, wenigstens sind sie noch ein bisschen gekennzeichnet, wo was hinkommt. Den Aufwand hier, das einmal alles so hinzuwurschteln, dass es gut aussieht. Respekt dafür. Auf alle Fälle. Ne, da sind die Ränder. So, die hängen, die hängen, die hängen. Hier kommt, glaube ich, die Lampe hin. Ich bin mir nicht sicher, kommt da einer hin? Nicht schmelzen. War denn jetzt die Lampe da? Nee. Ah, verdammt mich nochmal. Wer braucht denn Wasser? Ja, ein paar fehlen noch. Mal gucken, wo die sind. Da sind noch ein paar. Beim anderen hatten wir, glaube ich, auch nicht alle erwischt, aber.
Okay, nicht mit dem Eis hochgehen. Ach. Da unten auch noch. Da, okay, dann gucken wir nochmal darüber. So, wie viel haben wir jetzt? Ja. Und dann nochmal welche. Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt sollten wir soweit schon fast fertig sein. Hier drin sehe ich jetzt auch erstmal keine weiter. Ne, 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 ne. Bisschen halt was anderes zwischendurch. Ja, das ist, glaube ich, wieder drüben. Okay. Jupp. Warum habe ich denn den direkt hier zweimal so geholt? Keine Ahnung. Okay, passt. Wenn ich jetzt so die Funzel ausmache, sieht schon mal ganz fett aus. Wenn dann da noch ein Baum hinkommt, ich glaube, das wirkt ganz cool. Natürlich ein interessantes Bauwerk. Da ich überlege, wie ich das hier jetzt noch handhabe. Schwierige Angelegenheit. Ich überlege, nämlich ob ich dann hier, weil das ja so relativ modern ist, auf diese, davon die Fenster zu gehen, die ich jetzt erstmal finden muss. Ja. Windows. Stein, das, die da. Komm, holen wir mal. Habe ich ja jetzt nicht am Start. Hab mal gesehen. So. Aber hatten wir ja da. Schauen einfach mal, gar nicht so viele machen. Und wieder hoch und rüber und rein und raus. So wie es sein muss. Der Megabau. Der muss unbedingt auch noch eine Treppe hin tun. Ich mache mal Funzel an. Solange wir hier noch nicht alles beleuchtet haben. Ist mir eh gleich auf den Sack. Oi, oi, oi. So. Glaube ich, interessant, vielleicht dann mit der entsprechenden Beleuchtung nur so nicht. Und jetzt hier so einen guten Übergang hinbekommen von asiatisch zu nicht asiatisch. Ah, die habe ich jetzt natürlich weggepackt. Shit, die hätte ich mal mitnehmen sollen. Die roten Rollen. Scheibenkleister. Ah, wieder zurück. Zurück. Ja, dann können wir vielleicht nächste Folge wirklich schon anfangen. Ne? Ja, haben wir noch jetzt noch ein bisschen Zeit, das hier soweit auszubessern. Und dann nächste Folge. Nehme ich auch nochmal mit. Man weiß ja nie. Ja, wir müssen jetzt hier einen schönen Übergang finden, damit wir das denn hier soweit alles haben. Die habe ich jetzt auch nicht dabei. Ne? Ne, will ich jetzt auch keine machen. Habe ich ja genug im Petto. So. Raut. Geht eigentlich soweit klar, würde ich fast sagen. So. Wo gehen wir hier hin? Vielleicht auf diese Höhe. So. Sehe gar nichts. So. Rüber.
Nur so erstmal grundsätzlich. Wir müssen mal gucken, wie das dann wird am Ende. Hier gemacht. So. Den haben wir, das haben wir. Der sieht gut aus. Ja, der Baut braucht ein bisschen zum Aufbauen. Eine Scheibe mag er, glaube ich, auch nicht so ganz. Das sieht auf alle Fälle interessant aus. Ich könnte jetzt höchstens hier das Ganze noch mal versuchen, ein bisschen zu beleuchten. Die Frage ist nur wie. Etwas nicht so durchdringendes am besten. Ob ich das hier vielleicht dann mit den ja, Holzlabs mache. Dass er da wieder ein bisschen Licht reinfriemelt. Halt was ganz Untypisches, aber soll ja halt interessant sein, wenn man mal so in so ein Gebäude reingeht. Wenn das denn jetzt von innen auch nur komplett asiatisch ist, wie, also innen wie außen, ist ja auch langweilig eigentlich, ne? Was wollte ich denn jetzt haben? Holz. Die hier. So, dann gleich nochmal das hier mitnehmen. Und wo wir gerade mal dabei sind, ja, Lampen. Habe ich noch Glas? Läuft. Cool. Kohle. So. Läuft. Alles da. Mach ich jetzt hier schon mal dran. So. Ist okay. Was Mut hat, Mut. Na, man merkt richtig, wie er hier am Haken ist, jetzt durch die Beleuchtung wahrscheinlich. Dann haben wir da drüben angefangen, dann muss ich hier noch irgendwas in die Mitte einfallen lassen. Aber das könnte man dann vielleicht am Ende. Wenn der Gegenpart steht. Mal so rein Interesse halber. Siehst du nicht? Wegen der gelben Lampe. Scheibenkleister. Na, ich würde jetzt ungern wieder rausziehen. Was kann man da machen? Ich weiß es nicht.
Ich meine, ich habe ja hier noch ein bisschen Luft nach unten. Hier muss ich ja sowieso noch mal ran. Ja, ich sehe nichts. So. Das ist ja eh nur der eine Aufgang. Ja, wo bin ich? Wo muss ich hin? Treppe hier. Guck erstmal so. Ja, das ist hier sowieso komplett anders, ne? Also der geht einmal bis hier. Okay. Ja, wir müssen hier halt nur ein bisschen Licht reinziehen. Das ist gar nicht so unwichtig. Wenn das hier ein geschlossener Raum ist, dann rutscht das auch nicht so nach unten weg. Also das Licht. Ja. Rot, rot, blau, blau. So. Schau mal, einfach dicht. Fertig. Gibt es kein Gemecker am Ende des Tages. Ups, sorry Leute. Warte mal da rein. Mal das Glas. Jetzt nicht schlecht, siehst du ja kaum. Vor allen Dingen hier ich durch das Fenster. Ja, gefällt mir. Wie gesagt, denn hier in der Mitte noch mal was. Und hier sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ran. Das heißt, hier noch mal die Säule her. Der ist jetzt genau an der weißen Ecke. Machen wir das hier auch. Jetzt muss das wieder weg. Ich weiß, wenn wir das jetzt haben, dann sind wir durch. Keine Angst. Mehr kommt nicht. Ich mach da auch einen Scheiß. Kommt dahinter. Meine Fresse und die sagt nichts. So. So. Passt.
Wackelt unter Luft. Hier nochmal die Scheibe rein. Hier nochmal der Boden hin. So. Mit was hatte ich angefangen? Mit Rot, glaube ich. Rot, Rot, Rot. Der ist hinter dem Weißen, okay. Ich habe jetzt keinen ausgeschaltet. Schlaufen, passt. Okay, passt, 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 passt. Mehr will ich nicht. Nur die Grundbeleuchtung hier erstmal schaffen. Wie gesagt, hier einen dahinter. Hier raus. Die richtige Stimmungsbeleuchtung hier. So, ich bin aber ganz, wie gesagt, ich bin echt froh, wenn wir das Ding hier abgeschlossen haben. Hat jetzt schon sehr, sehr lang gedauert, muss man ja auch sagen, aber es ist halt auch ein Riesending. Da kann man ja nicht, ja, das macht sich halt nicht von heute auf morgen. Vor allem nicht mit diesen ganzen Zwischenböden. Seid froh, dass es die Zwischenböden gibt. So, jetzt da wir wissen, was wir machen. Läuft, steht. So, fertig. Und Folge um. Die Beleuchtung haben wir gemacht, den Baum haben wir gemacht und so können wir das Ganze jetzt, sag ich mal, verkaufen. Und jetzt können wir versuchen, in der nächsten Folge mal eine fette, fette Blueprint davon zu erstellen. Um das dann 1:1 darüber zu kopieren, die komplette Etage, Etagen. Ich würde, glaube ich, nichts klappen. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal richtig nice aus, finde ich persönlich. Deswegen danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.